Hallo und ganz herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Monatslegung für Februar 2024. Schön, dass du hier bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Und auf diesem Wege begrüße ich auch alle Neuabonnenten und alle neuen Zuseher. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet, habt den Januar gut hinter euch gebracht. Und seid genauso gespannt wie ich auf die Februarenergien. Ich habe hier die Herzpoesie in der Hand und mit der werde ich beginnen. Eine bis zwei Karten aus diesem Deck begleiten dich durch dein komplettes Reading. Du findest in der Infobox unter diesem Video den Link zum weiterführenden Reading, falls du mit diesem hier in Resonanz gehen solltest. Ebenfalls findest du dort alle Karten, mit denen ich hier arbeite, verlinkt und du findest dort auch die Sprungmarken wie gehabt, die Zeitstempel, sodass du den Mischprozess ganz einfach übergehen kannst. Ja, ich würde sagen, wir fangen an und schauen, was der Februar für dich bringt. Diese hier und diese zwei Stück bekommst du, Steinbock. Und wir wollen gleich mal schauen, was wir haben. Der Zauber des Lebens liegt in der Liebe, vor allem in der Wertschätzung und Liebe zu dir selbst. Sehr schön. Die hatte ich auch schon bei irgendjemandem diesen Monat. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, bei wem. Und hier haben wir, alles, was du brauchst, ist Liebe. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Interessant. Was ist da los bei dir? Lass uns weiterschauen. Ich nehme die Lenormand-Karten. Jawohl, da haben wir sie. Oho. Und die Herzflüsterkarten, schauen wir, was wir hier bekommen für dich.
Na, komm her. Und noch eine. Oh. Drei. So, und als Ergänzung nehme ich die Kurt-Tepper-Weinkarten. Gut, da haben wir auch drei bekommen, jawohl. So, lieber Steinbock, jetzt sage ich dir, was ich hier wahrnehme. Also das habe ich beim Rausmischen jetzt schon bemerkt und ja, es liegt eigentlich auch so da. Wir haben hier den Fremden mit der Neugier, die Karte Netze auswerfen mit den Vorbereitungen zahlen sich aus. Vorbereitungen zahlen sich aus. Und wir haben den Schleier flicken mit der Vergebung. Und hier haben wir den galaktischen Pilz mit der göttlichen Matrix. Wir haben aus den Lennemore-Karten Bitte entschuldige, aus den Lennemore-Karten bekommen die Schlange, den Turm und wir haben hier die Eulen. So, du hast es mit jemandem zu tun, beziehungsweise hattest es mit jemandem zu tun, der sich nicht für dich festgelegt hat, der sich nicht für dich entschieden hat, der dir hier was vorgemacht hat. Und zwar ordentlich. Also der hat dich mal richtig gebrezelt, würde ich sagen. Der hat dich verarscht. Das war eine fiese Nummer, die diese Person abgezogen hat und hat sich dann letztendlich ja für jemand anderen entschieden, entweder für eine Partnerin, die man bereits hat, oder eben aber für jemand anderen, ja. Ist ja auch egal, letztendlich. Auf jeden Fall hat er sich nicht, er oder sie hat sich nicht für dich entschieden. Natürlich ist eine gewisse Neugierde da, ein gewisses Bitzeln, ein gewisser Reiz, ja, ist da an dieser Person. Könnte vielleicht ein Feuerzeichen sein, muss aber nicht. Und letztendlich ist das, was da aber kommt, nicht wirklich ehrlich. Also das ist, ich nenne es das süße Gift. Das kriege ich gerade so rein, das süße Gift, ne, an dem man halt, oh, das sieht toll aus, es riecht gut, es schmeckt gut. Und naja, wenn man einen Schluck zu viel davon nimmt, dann tut es einem halt nicht mehr gut. Wir haben in diesen Karten schon gesehen, hier geht es ganz stark um die Liebe und aber auch um die Wertschätzung zu dir selbst. Ich habe auch den Eindruck, also entweder kommt hier auch noch mal eine neue Person mit rein, die vielleicht ähnliche Grundzüge mitbringt, sich vielleicht ähnlich zeigt, vielleicht stehst du auch ein bisschen auf so. Ja, so ein Player-Typen, sage ich mal, so ein kleiner Macho, ja, oder ja, eine Diva ist vielleicht jetzt kein Vergleich. Es gibt ja auch weibliche Machos, ne? Also ich war früher auch sowas. Nur mal kurz nebenbei bemerkt, ja. Also habe ich vor kurzem mit einem Freund erst darüber geredet, wie ich früher so drauf war, ja. Hat gesagt, boah, hätte ich nicht gedacht. Siehst du mal. Ja, also
sehr selbstbewusste Person hier, weiß genau um sein Auftreten, weiß genau, wo er sie hin will und weiß genau, welche Hebel man dafür bewegen muss, welche Knöpfe man dafür drücken muss beim Gegenüber, sodass die letztendlich einem aus der Hand fressen oder dass die so dahin schmelzen. Naja, sowas resultiert halt meistens auch daraus, dass man sich viel zu wenig mit sich selber beschäftigt, aus ja, bestimmten Gründen einfach, weil es innen drin leer ist, weil es innen drin wehtut, weil man vielleicht auch selber so behandelt wurde mal, ne? Und das hinterlässt halt alles seine Spuren. Es ist immer ganz interessant, warum wir Menschen das tun, was wir tun, dass wir so sind, wie wir sind, ja? Also Psychologie, ganz spannend. Hier heißt es Netze auswerfen. Also diese Person, die dir in der Vergangenheit Schaden zugefügt hat, lieber Steinbock, die wird wieder auf deiner Fußmatte stehen, die wird wieder an deiner Tür scharren, egal ob diese Person männlich oder weiblich ist, und wird daran anknüpfen wollen, an dieses Netz, das man ja im Vorfeld schon gesponnen hat, in deine Richtung. Denn hier heißt es, Vorbereitungen zahlen sich aus, ja, Netze auswerfen, man will dich wieder ködern, man will dich wieder einfangen und man wird auch damit um die Ecke kommen, dass man sagt, ich meine es ernst, ich habe, was weiß ich, mich verändert und so weiter und so fort. Man möchte hier um Vergebung bitten oder man wird es tun. Man möchte diesen Schleier flicken, also auch dieses Netz, das vielleicht Risse hier bekommen hat, möchte man flicken. Und ich hatte irgendwo im letzten Monat schon diese Karte, ich finde die so toll, da ist nämlich so ein kleines Tier und da habe ich beim letzten Mal die Lupe genommen und habe mir dieses Tier genauer angeschaut und das sieht wirklich aus wie so ein aufgeblasener Kugelfisch, aber der Kopf hier sieht aus fast so ein bisschen wie von einem Schnabeltier und es hat auch irgendwie so einen komischen Schnabel, ja. Das ist auf jeden Fall eine ja, sehr selbstbewusste Person, eine, die sich so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt, so ein bisschen, ja, so ein Schauspieler vor dem Herrn, sage ich jetzt einfach mal, Schauspielerin. Also man füllt seine Rolle komplett aus und man ist auch sehr wortgewandt. Man ist hier schon ein Wortführer, man weiß genau, was du hören möchtest oder was du hören musst, damit man hier wieder eine Chance bekommt. Wir haben hier auch das Seepferdchen abgebildet. Ich deute dieses Seepferdchen allerdings nicht auf dein Gegenüber, sondern auf dich. Die Seepferdchen sind ja Tiere, die verhaken sich hier so im Schwänzchen und wenn die sich mal gefunden haben, dann haben die sich gefunden. Und ich gehe mal davon aus, dass das aber nicht im Sinne deines Gegenübers war in der Vergangenheit, beziehungsweise ist es das meines Erachtens nach, was ich bislang wahrnehme, weiterhin nicht. Ja, vielleicht ändert sich das ja dann noch im Verlauf, aber ich persönlich nehme die Energie so wahr, dass man zwar erkennt und dass man zwar auch weiß, was man an dir hatte, aber dass man das nur aus dem Grund der Bequemlichkeit erkennt. Also du machst viel, du gibst viel, du weißt viel, du kannst viel, du kümmerst dich, du bist ein grundsolider Mensch, ja. Du bist lösungsorientiert und strukturiert und man weiß einfach, wenn man mit dir Umgang pflegt oder wenn man dich an der Seite hat, dann ist man safe. Ne? Dann ist man safe. Genau. Das weiß die Person und das ist bequem. Es ist einfach bequem, es ist praktisch. Ja, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber das ist so. Im Prinzip verhält man sich aber trotzdem distanziert zu dir. Weil man sitzt hier drin und man macht hier sein eigenes Ding. Und hier haben wir den galaktischen Pilz und die göttliche Matrix. Und wenn du dir diese Karte anschaust, dann ist das hier wie so ein, ich sag immer, so ein Kartoffelbovis. Das ist so ein Pilz,
Wir sind früher immer da drauf gesprungen und dann ging da so der Rauch auf, so pff, vielleicht kennst du das auch noch aus früheren Zeiten. Ich habe sowas schon ewig nicht mehr gesehen. Also meine Tochter ist jetzt 26. Ich habe meiner Tochter noch nie einen Kartoffelbowisten zeigen können. Ich habe das Gefühl, sowas wächst gar nicht mehr bei uns in den Wiesen. Wir hatten das in unserer Schulwiese und wir hatten so Spaß in der Pause immer als Kinder. Ich habe das seither nie, nie, nie mehr gesehen. Letztendlich, jetzt wird es ein bisschen eklig, ja, das ist eine Darmschlinge hier drumherum. Es sieht aus wie so eine Darmschlinge, die hier perforiert ist. Ja, und hier quillt das Zeug raus, ne, was man halt so im Darm hat. Also diese Person erzählt Scheiße. Muss ich ganz klar so sagen, diese Person erzählt einfach nur Bullshit. Man kann dieser Person nichts glauben, ohne es tatsächlich in Frage zu stellen, gleich drauf, ja. Also man weiß halt nicht, was es war, was es nicht war, wie viel davon, was er oder sie sagt, ist tatsächlich wahr. Hier erzählt man einfach das, was ja das Gegenüber hören möchte oder wo man denkt und wo man glaubt, dass man halt, ich erzähle jetzt das, weil damit weiß ich, ich komme ans Ziel, ne? Also das Blaue vom Himmel. Und ja, hier erzählt man eventuell auch, ja, ich habe mich getrennt, ich bin da raus aus dieser Beziehung, aus dieser Verbindung, weil es war falsch, dass ich dich zurückgelassen habe. Also sowas in der Richtung nehme ich wahr oder ich werde mich trennen, bla, hin und her. Nee, ist nicht so, ist nicht so. Das ist nicht so, es tut mir leid, aber ich nehme das so nicht wahr. Wir haben hier die Auszeit. Es ist mir bewusst, dass du oft nicht verstehst, warum ich mich so verhalte. Ich habe mich mal wieder in mein Schneckenhaus zurückgezogen, weil mir momentan einfach alles zu viel ist. Ich brauche eine Auszeit, ich muss nachdenken und meine Gedanken und Gefühle neu ordnen. Warte nicht ständig auf ein Zeichen von mir. Nutze stattdessen die Zeit für dich. Diese Auszeit bedeutet nicht das Ende. Ich werde mich wieder bei dir melden, versprochen. Also, ich habe den Eindruck, diese Person mag dich schon oder vielleicht auch ein bisschen mehr wie mögen, aber es reicht nicht für eine ernsthafte Beziehung. Diese Person ist definitiv nicht bereit für dich oder für irgendjemand anderen. Für mich heißt es auch, hast hier fast grünes Licht zu go, ja. Während ich hier in meinem Turm sitze und hier meine Pläne schmiede, kannst du machen, was du willst, ja. Also wart nicht auf eine Antwort von mir, konzentriere dich auf dich, ja. Genieß du dein Leben, so ungefähr, ne. Also nutze stattdessen deine Zeit für dich. Ja, okay. Ist in Ordnung. Und vielleicht hast du das auch getan und jetzt kommt hier ein neuer Mensch. Und jetzt merkt diese Person, ja, hey, Moment mal, wie jetzt? Ich habe das zwar gesagt, aber das habe ich doch gar nicht ernst gemeint. Hier, Mist. Man macht hier einen auf Märtyrer, ja, weißt du, oh, ja, ich muss mich um so viel selber kümmern und, oh, weißt du, ich habe so wenig Zeit und ich habe dies und ich habe das und, oh, hey, wer liebt? Der liebt und der macht alles möglich. Der springt im Dreieck und macht einen Kopfstand und wackelt mit den Ohren, damit es dir verdammt nochmal gut geht. Scheißegal, was da im Hintergrund ist. Ob man ein Staatsexamen schreiben muss, ob man 10 Kinder zu Hause sitzen hat. Ja, und es gibt Leute, die sagen, ich kann keine Nachricht schreiben, ich konnte mich nicht melden. Hallo, wir gehen alle x-mal am Tag aufs Klo. Auch da kann ich mal während ein paar Sekunden eine Nachricht schreiben. Lüge, einfach Lüge. Lasst euch nicht vorführen, lasst euch nichts vormachen hier. Ja, also weiß ich nicht, im Blindflug da mit so einem Typen oder mit so einer Tussi, muss ich sagen, also das geht gar nicht, weil da fliegst du gegen die Wand. Das ist nicht gut, ja. Aber ich glaube, du weißt das auch oder du denkst zumindest drüber nach, weil wir haben hier die Wertschätzung liegen. Und alles, was du brauchst, ist Liebe. Und ich glaube, das weißt du. Und du weißt auch, dass du das verdient hast.
Weil du bist ein Sternzeichen, du gibst zwar gerne und so, und du bist offen und liebenswert auch und fürsorglich, aber du bist trotzdem so straight, dass du sagst, hey, bis hierher und nicht weiter. Also das kannst du schon und das kannst du besser wie Jungfrau und Stier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, von deinen Erdzeichen-Kollegen. Wir haben hier die Freundschaft liegen. Liebe kann Schmerzen verursachen, Freundschaft lindert sie. Liebe kann Wunden im Her ins Herz reißen, Freundschaft heilt sie. Liebe kann traurig machen, Freundschaft macht glücklich. Liebe lässt uns ausrutschen und hinfallen, die Freundschaft reicht uns die Hand und hilft uns, wieder auf die Beine zu kommen. Die Liebe geht vielleicht irgendwann. Die Freundschaft bleibt. Verstehst du jetzt, warum ich nicht bereit bin, eine Beziehung einzugehen? Und ich denke, das ist etwas, was diese Person definitiv in sich trägt. Also dieses locker-flockige, ja? Weil Liebe ist nicht kompliziert. Liebe ist nicht das Problem. Wenn ich liebe, liebe ich und dann mache ich auch alles möglich. Liebe überwindet Raum und Zeit, diese Person ist da aber nicht bereit dafür. Das ist vielleicht zur Freundschaft plus, oh, ich komme, ich gehe, so, ha, locker flockig, ein paar Schäferstündchen mit dir, oh, das ist aber fein, ach, und gekocht hast du auch noch, schön, ja. Man setzt sich mit dir gerne an den Tisch, man legt sich mit dir vielleicht auch gerne ins Bett, aber mehr ist das nicht. Es ist einfach praktisch, es ist bequem, es ist angenehm. Ja, man weiß, dass man bei dir immer schön geborgen im Nest liegen kann. Und man weiß, dass man da sicher ist, dass man da safe ist. Und hier heißt es inneres Kind. Lange Zeit habe ich es verdrängt, die Schreie, das Flehen und Bitten meines inneren Kindes einfach ignoriert. Da sind noch so viele Dinge aus der Vergangenheit, die bearbeitet werden möchten. Doch ich habe Angst, mir diese Themen anzuschauen. Mit ihnen verbinde ich so viel Schmerz. Aber ich mag nicht mehr so weitermachen. Ich möchte etwas ändern und deshalb nehme ich mein inneres Kind jetzt in die Hand und lass mich von ihm führen auf dem Weg zu mir selbst. Und es kann sein, dass diese Person tatsächlich sich irgendwann in diesem Prozess begibt. Weil wissen tut er oder sie das, dass hier eigentlich Eigenarbeit fällig ist, dass man hier ins Gespräch mit sich selber gehen muss und dass man sich auch entschuldigen muss für das, was man dir angetan hat. Vielleicht tut man das auch. Nichtsdestotrotz kann ich dir sagen, diese Person muss erst heilen. Also diese Person, wenn hier, was weiß ich, nach einem halben Jahr ums Eck kommt oder nach ein paar Wochen und wieder sagt, oh, bitte öffne mir die Tür, ja, so alle Jahre wieder, ja, fällt mir irgendwie gerade dieses Weihnachtslied ein, alle Jahre wieder, ne? Mach das nicht. Das ist scheinheilig, mach das nicht. Du kannst Freundschaft anbieten, wenn du, ja, wenn deine Konstitution das zulässt. Das kann nicht jeder. Also ich bin zum Beispiel auch nicht so ein Typ. Ich kann nicht, ich konnte nie mit meinen Ex-Partnern oder so Freundschaft halten. Also das kann ich einfach nicht. Ich wollte es auch nicht. Also wenn du mit mir nicht kannst und wenn du, wenn es nicht funktioniert und wenn du mich meinst, du musst mich hier verarschen oder schmutzig aus dem Ganzen rausgehen, dann vertroll dich, ja, so ungefähr. Also ich mochte sowas nicht, wünsche niemandem was Schlechtes oder was Böses oder so, um Gottes Willen, aber das ist was, was ich nie konnte. Ja, meine Tochter ist da zum Beispiel ganz anders. Die kann, also die hat zum Beispiel immer noch einen freundschaftlichen Kontakt zu ihrem Ex-Freund, mit dem sie 5 Jahre zusammen war. Na, schreiben sich immer mal noch so, hey, wie geht's und so weiter, der wird euer Vater jetzt und so. Also die haben so jetzt nichts mehr miteinander zu tun, aber können trotzdem sich noch normal unterhalten und melden sich auch so zum Geburtstag zum Beispiel oder Weihnachten oder also ja, wie ein guter Bekannter letztendlich. Sind jetzt nicht keine dicken Freunde natürlich, aber wie ein guter Bekannter, ne?
Also was ich auch irgendwo schön finde, aber die beiden sind halt einvernehmlich auseinandergegangen und im Guten. Das ist halt wahrscheinlich der Unterschied. Deine Aufgabe ist es auf jeden Fall, bei dir zu bleiben. Deine Aufgabe ist es, auf dich aufzupassen, auf dein Herz aufzupassen und ja, wirklich auch zu beobachten. Und vielleicht bedarf es auch bei dir noch ein bisschen Heilung, sodass du dich erholst von den Verletzungen, die dir diese Person zugefügt hat. Weil, ja, sowas schüttelt man ja nicht einfach ab. Ne? Und es ist nicht deine Aufgabe, diese Person zu heilen, definitiv nicht. So, oh, jammer, jammer, und jetzt geht es mir gerade mal wieder nicht so gut. Und dann kommt man zu dir, weil man weiß, wie du bist, wie liebevoll du bist, wie fürsorglich du bist. Und dann lässt man sich da wieder so ein bisschen streicheln und liebhaben und kuscheln. Und man nimmt halt die guten Dinge, ne? Und aber ja, nichts geben, ja, nicht konkret werden, ja, sich nicht entscheiden, und dann verschwindet man halt wieder. Und das ist so ein bisschen toxisch bei dieser Person. Also ganz ehrlich, da verbrennst du dir die Finger an dieser Person, ja. Vielleicht war das eben auch schon öfter der Fall und man hat dich immer wieder so auflaufen lassen. Bitte achte auf dich, ja. Das ist hier schon, der Zauber des Lebens liegt in der Liebe, aber in erster Linie, und das vergessen die meisten Menschen, und ich habe hier Frauen sitzen teilweise, die total gebrochen sind, die weinen, die, also wirklich, man hat das Gefühl, die haben keinen Boden mehr unter den Füßen, weil sie ihr Leben, ihre Liebe und ihr ganzes Sein abhängig gemacht haben von irgendeinem Typen. Ganz ehrlich. Und bei mir schauen sehr viele Männer zu. Herzlichen Dank übrigens in diese Richtung. Ihr seid toll. Und ganz tolle Männer auch. Also wirklich schöne Kommentare und auch Zuschriften. Vielen Dank. Und es geht überhaupt nicht negativ an euch, liebe Männer, gell? Also es gibt auch solche Frauen. Meine Zielgruppe sind halt hauptsächlich Frauen deshalb, ne, die mit Männern zugange sind deswegen. Aber der Mensch, der dich dein Leben lang begleitet, 24/7, rund um die Uhr, das bist du selbst. Und deswegen ist es keinesfalls egoistisch, wenn du in erster Linie mal auf dich achtest und dir die Liebe schenkst, die dein Herz benötigt, nämlich so, dass es dir gut tut und dass es dich nicht krank macht und dass es dich nicht ausbeutet und dass es dich einfach in deiner Mitte hält, in deinem Gleichgewicht hält, ja. Ich meine, dass es mal so Phasen gibt, ja, wo es mal rauf und runter geht, wo es mal turbulenter wird, ja, das ist ganz normal. Also ich bin über 32 Jahre jetzt mit meinem Mann zusammen und wir haben, oh mein Gott, was weiß ich, was für Achterbahnen, also so Achterbahnfahrten schon hinter uns, emotionale, ja. Aber es ist nie einer ausgestiegen und hat den anderen zurückgelassen. Oder wir haben immer in dem Moment, wo wir das Gefühl hatten, wir sind auf so einer Achterbahnfahrt, sind wir enger zusammengerückt und haben uns gegenseitig in Arm genommen oder die Hand gehalten und haben miteinander geweint, wir haben miteinander gelacht und wir waren füreinander da. Und einmal war ich die Stärkere und einmal war er der Stärkere, und genauso ist es gut in der Beziehung. Und ja, streiten wir mal, ja, logisch, nerven wir uns auch mal, na klar. Also das gehört einfach mit dazu. Also wir sind keine Heiligen oder so, wir sind auch nur Menschen. Ja, und es gibt so Tage, wo man, was weiß ich, den anderen am liebsten mal zur Tür rausschieben würde oder so, hey, geh weg, mach was. Ja, oder umgekehrt, ja, das ist ganz normal. Und dann braucht man für sich einfach ein bisschen Freiraum, und der andere, wenn man sich kennt, dann merkt man das und dann ist es auch total okay und man nimmt sich das nicht übel oder krumm, und am Abend sitzt man wieder ganz innig gemeinsam da und quatscht und was weiß ich. Also bitte lass dich nicht auf jemanden ein, der dich nicht verdient hat. Ganz einfach, ne? Und hier heißt es, ich kann nicht. Streiche solche Sätze aus deinem Wortschatz. Stell dich nicht in Frage und zweifle nicht an dir. Handle.
Weißt du, ich weiß, wie weh Liebeskummer tun kann, wie weh so ein Schmerz sitzt. Also mein Mann, ich hatte auch mal eine Phase, wo wir ja wirklich mal gedacht haben, wir gehen auseinander oder so. Also das war halt einfach mal so. Und wir haben aber wieder zusammengefunden. Und für mich war die Zeit auch so, dass ich da vieles in Frage gestellt habe, mich in Frage gestellt habe, habe ich zu wenig gegeben, habe ich das Falsche gegeben, bin ich nicht gut genug, was weiß denn ich? Also mich haben tausend Sachen da beschäftigt und ich weiß, wie schlimm das sein kann, und man gibt und gibt und macht und macht, und man hat immer das Gefühl, je mehr man sich dann entfernt, desto mehr muss ich noch tun, ja, und man rennt vielleicht hinterher und ja, hinterherrennen ist das Schlimmste, was du machen kannst. Überfürsorge ist auch das Schlimmste, was du machen kannst, den anderen unter eine Glasglocke zu setzen und seine Fehler, seine ja, Mismatches, die er hier macht in der Verbindung, dass er dich schlecht behandelt, dass er unpünktlich ist, dass er dich versetzt, dass er macht eigentlich, was er will mit dir. Ja, hör auf, das zu entschuldigen. Hör einfach auf, das zu entschuldigen. Bitte mach das nicht, weil du würdest dich unter Wert verkaufen. Das ist einfach, dieser Mensch hat dich nicht verdient. Punkt. Hat dich nicht verdient. Da gibt es was Besseres für dich. Ja. Und hier heißt es, du kannst nichts richtig machen und auch nichts falsch. Alles, was durch dich geschieht, ist die göttliche Ordnung selbst. Diese Einsicht löscht alle Einbildungen von Schuld und ermöglicht dir Gelassenheit. Bitte akzeptiere das. Du kannst nicht jeden retten und du kannst nicht für jeden 100% perfekt sein. Das musst du auch nicht. Nicht mal für dich selbst. Und du bist gut so, wie du bist. Ich nehme hier nämlich wirklich so ein bisschen das wahr, dass du an deinem Selbstwert zweifelst gerade, ja. Gibt es da, ist die andere besser, was weiß ich, ja, oder ist da draußen Besseres, als ich es bin? Nein, es ist nicht so. Es ist was anderes, aber es ist keinesfalls besser. Und wir haben hier, sieh dich um. Die Natur ist ein Spiegel deines Selbst. Staune über ihre Uneigennützigkeit und freue dich an ihrer Schönheit. Denn so, wie du sie siehst, wird sie sich dir zeigen. Also versuch dich wirklich, trotz all dem Schmerz, positiv zu konditionieren. Ich weiß, dass wenn man wirklich Schmerz empfindet, wenn man Liebeskummer hat, wenn man sich verlassen fühlt, ey, das ist ein ganz, ganz furchtbares, furchtbares Gefühl. Also Liebeskummer ist was ganz, ganz Furchtbares, zerreißt einen innerlich. Ich weiß das und ich kann es dir auch nachempfinden. Aber ich weiß auch, wenn du es durchhast, wie stark du da rausgehen kannst. Ja, wenn glaub an dich. Versuch dich zu entspannen und versuch dir einfach Glücksmomente zu verschaffen, indem dass du Dinge tust, die dich glücklich machen. Ruf Leute an, die du schon lange nicht mehr gehört hast. Schau Fotos an, wo du Spaß hattest, und da kommen Erinnerungen, da kommen also Bilder vor deinem inneren Auge und du musst lachen. Das löst Gefühle aus. Mach irgendwas. Echt, mach einfach irgendwas. Und wenn es dir richtig beschissen geht, dann gebe ich dir jetzt auch einen Rat, und der hört sich vielleicht blöd an, aber es ist einfach nachgewiesen. Wenn du zum Beispiel Schiss hast vor irgendwas, ja, und du bist sehr angespannt oder du bist eben sehr traurig, dann nimm einen Stift in den Mund. Also so ein Bleistift zum Beispiel, und schieb dir den einfach so zwischen die Zähne, also jetzt, quer natürlich, ne? Also dass du so auf die Länge da drauf beißt oder so, ne? Oder den halt so zwischen die Lippen nimmst, weil dann ziehen sich automatisch ein bisschen deine Mundwinkel hoch. Und durch das, dass das passiert, suggerierst du deinem Gehirn letztendlich, hey, schütt mal ein paar Glückshormone aus, ein paar Endorphine, ne? Und das hat halt eben Einfluss tatsächlich auf den Hormonhaushalt, also Dopamin, Serotonin, ja, sowas. Ne? Genau. Das ist einfach nur mal als Tipp. Das hilft tatsächlich. Ja, man glaubt es kaum, aber es hilft tatsächlich. Hör Musik, die dir gut tut. Hör nicht nur irgendwelche Balladen, die dich zum Heulen bringen.
sondern wenn du wütend bist, dann hör mal ein bisschen Heavy Metal und lass mal jemand schreien für dich, ja, und hau es einfach raus und schau, dass du all das, was sich zeigen möchte, in dir abbaust. Na, wenn du das selber nicht kannst, dass du mal irgendwo schreien kannst, ja, kann man ja oft nicht, wenn man dann in so einem Mietshaus wohnt mit, was weiß ich, 20 anderen, dann kann man ja wohl losbrüllen oder so, kann man schon, aber macht man sich unbeliebt. Probier es einfach aus. Ich finde, sowas hilft. Ja, ich habe eine Schreivase für meine Klientinnen, die brüllen da echt rein, ist lustig. Und die haben da voll Spaß dabei. Kann man Aggressionen abbauen. Ich habe hier wieder 5 Stapel für dich, aus denen ich rausmische und du kannst unten auf die Sprungmarke gehen, okay? Heute kriegst du Tipps aus dem Nähkästchen hier. Ja, hier haben wir schon wieder das Wort Schuld, Schulden, ne? So, das sind viele. So, okay. Hier heißt es Schulden bezahlt. Ich habe schon gesagt, wieder haben wir das Wort Schuld. Ja, also ich habe so den Eindruck, du hast das Gefühl, du hast hier drauf bezahlt. Du hast viel, viel mehr gegeben, als du bekommen hast. Und du fragst dich, warum passiert mir das schon wieder? Wieso immer ich? Wieso ziehe ich schon wieder so jemanden in mein Leben? Ich habe so den Eindruck, habe ich denn nicht schon genug bezahlt? Habe ich nicht schon genug gegeben? Als würdest du bestraft werden für irgendwas, ne? Als würde man dir die Schuld geben für irgendwas, was du mal getan hast. Die Last und Gewohnheit alter Schulden wird von dir und deinem Leben genommen. Also, du bist nicht schuld. Also erstens gehören zu einer Verbindung immer zwei Menschen und niemand fügt sich sowas freiwillig zu. Ganz ehrlich, das ist halt einfach sicherlich irgendwas in dir oder ja jetzt in dem Fall halt natürlich in dir, wo du, was du vielleicht nach außen strahlst, unbewusst und das lädt halt andere dazu ein, bei dir vielleicht besonders zuzugreifen und dich halt auszunutzen oder zu benutzen, weil du vielleicht einfach sehr viel zu geben hast.
Und weil du es gerne gibst und weil du es vielleicht auch sehr schnell in großem Umfang gibst. Deswegen gebe ich dir einen Rat, gib immer nur so viel, wie du tatsächlich auch zurückbekommst und vielleicht sogar noch einen Hauch weniger. Ja? Und beobachte erstmal, was man überhaupt bereit ist für dich zu tun. Ja? Was diese Person überhaupt bereit ist für dich zu tun. Bitte hör weniger auf das, was eine Person sagt, sondern schau mehr auf die Taten, was da kommt. Ja, damit du dir nicht wieder die Finger verbrennst. Denn hier kommt jemand wirklich nur vorbei, um sich bei dir trösten zu lassen, um sicher in deinem Schoß hier zu sitzen, sich den Kopf streicheln zu lassen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ja, hier ein bisschen Herzheilung, oh, hier tut es ein bisschen weh und jetzt gehe ich zu meinem Steinbock und lass mich von meinem Steinbock liebhaben. Na? Genau. Und hier haben wir Ja bekommen. Hier trägt dieser Engel zwei Kugeln. Das heißt, bring diese Dinge bitte ins Gleichgewicht. Bring das in die Balance. Das ist deine Aufgabe zu lernen, dass du schaust, was bekomme ich und was gebe ich. Also beobachte doch erstmal, das liegt ganz an dir, liegt auch gleich drunter. Also es liegt ganz an dir, was du bereit bist tatsächlich zu geben. Also du hast es selber in der Hand. Und wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit, hast du immer gesagt, das war, ich gehe immer leer aus. Ich habe immer das Gefühl, hey, hallo, alle nehmen nur von mir und wenn ich was brauche, dann stehe ich hier allein auf weiter Flur. Ja, und das darfst du nicht machen. Bitte beobachte erst und schau, weil, weißt du, wenn du das munter so weitermachst, es gibt so viele Menschen da draußen, die natürlich immer den leichteren Weg gehen. Immer. Und es gibt auch diese Leute, die halt, ja, es nicht mal, die alles für selbstverständlich halten. Die sind so oberflächlich, die halten alles für selbstverständlich. Und an denen arbeitest du dich ab als Steinbock, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Und du musst halt jetzt auch ein bisschen Geduld haben, weil klar, ich meine, so ein Mensch, wenn dir Schmerz zufügt, dann geht es nicht von heute auf morgen weg. Auch wenn man sich das am liebsten wünschen würde, so jetzt langt's, ja, jetzt muss es aufhören. Ja. Aber das geht nicht so. Es geht nicht so schnell. Was aber geht, ist, dass du die Entscheidung dafür triffst. Triff die Entscheidung, jetzt ist Schluss, mit mir nicht mehr. Und es hat nichts damit zu tun, dass du egoistisch sein musst und egoistisch auftreten musst oder dass du hier verhärtest jetzt und verhärmst und niemanden mehr an dich ranlässt. Das wäre der falsche Weg, weil dann versperrst du dich auch guten Menschen, die dir wirklich liebevoll gegenüber sind. Na, dann müssen die irgendwas büßen, wofür sie eigentlich überhaupt nichts können. Denn die Situation wird sich hier verbessern. Und was ich ja super schön finde, schau mal her, dieser Engel, der zeigt sich hier so wie so eine Meerjungfrau, ne, so ähnlich. Und schau mal, das sind Delfine. Siehst du das? Drei Delfine. Und Delfine stehen immer für die Seelenpartnerschaft oder für jemanden, den man, weil ich habe ja meine ganz eigene Meinung zum Seelenpartner, aber das ist jemand, den du kennst, den du spürst, den du, zu dem du unheimliches Vertrauen fassen kannst und der auch treu ist und liebevoll ist und der dich erkennt und versteht. Ja, und gut behandelt. Also da wartet etwas auf dich. Die Situation wird sich verbessern, du wirst den richtigen Menschen in dein Leben ziehen, aber du musst deine Einstellung und dein Handeln, das musst du erst ein bisschen reflektieren und dann auch in die Verbesserung bringen. Hier haben wir, was wünschst du dir? Ja, was wünschst du dir denn? Definier das doch mal. Weißt du überhaupt, was du dir wünschst? Bist du klar darin, was du brauchst? Ja, und was du möchtest? Definier doch das mal für dich. Was sind deine Werte? Was muss die andere Person mitbringen? Oder was muss die andere Person, für was muss die stehen? Damit du sagst, ja, das will ich. Genau so will ich's. Oder so in der Art, weil perfekt gibt's nicht, ja. Aber du brauchst für dich selber erstmal ein Ampelsystem. Rot geht gar nicht. Gelb, ja, kann ich drüber nachdenken, ob ich mich mit arrangieren kann. Muss ich mir angucken. Ja, das sind so die Ecken und Kanten. Ja, okay. Oder nein.
Ja, und da muss man dann auch ganz ehrlich drüber sprechen und offen sein und das nicht wegschminken. Na? Das ist einfach ein Pickel und der, also wie ein Pickel und das ist lästig und das überschminkt man nicht. Den lässt man. Und da zeigt man auch mit dem Finger drauf und sagt, hey, da müssen wir was tun. Na? Und grün ist sowieso gut. Also du brauchst was für dich. Das ist das, was viele nicht verstehen. Ihr müsst euch klar sein darüber, was ihr wollt und was ihr wirklich braucht. Weil was ich will, das ist was, das brauche ich nicht unbedingt. Das ist ein Unterschied. Aber viele können das überhaupt nicht für sich definieren. Die sagen, ich will dies, ich will das, ich will jenes, welches. Aber vergessen dabei komplett, was sie wirklich brauchen. Was das Herz braucht. Und das Herz braucht eigentlich gar nicht viel. Aber da muss man wirklich hinschauen. Hier heißt es auch, durchtrenne deine Schnüre. Bitte Erzengel Michael, alle Bindungen der Angst zu entfernen, die aus vergangenen Beziehungen stammen und dich von zerstörerischen Mustern zu befreien. Das ist das, was ich meine. Ja. Gilt natürlich auch für dein Gegenüber, aber es ist nicht deine Aufgabe, seine Schnüre zu durchtrennen. Du musst dich um dich selber kümmern, indem du überlegst, was du dir wünschst. Du hast jetzt die Gelegenheit, das Drehbuch zu schreiben, entsprechend den wahren Wünschen deines Herzens. Sobald du dich klar für deine Herzenswünsche entscheidest, in dem Wissen, dass du ihre Erfüllung verdient hast und bereit bist, sie zu empfangen, werden sie plötzlich wie durch Zauber wahr werden. Hier ist irgendwo schon der Seelenpartner unterwegs. Also die Person, nicht Seelenpartner, aber die Person, die für dich bestimmt ist einfach oder eine gute Person für dich, eine souveräne, tolle Person für dich, die dich wertschätzt. Witzigerweise habe ich diesen Monat auch die Stäbe hier liegen. Mache ich sonst nie, mache ich sonst echt nie, aber ich habe hier den Seelenpartnerstab tatsächlich, ja, mit dem Prismakopf hier, wo man die Regenbogenenergie so schön einfangen kann, wenn man den im Wasserglas hat und die Sonne durchs Fenster scheint, dann ist der ganze Raum voller Regenbogenfarben. Ist einfach wunderschön. Und hier habe ich Kopf aus, Herz an. Hier. Kopf aus, Herz an, dieser Stab, ne? Seelenpartner und Kopf aus, Herz an, diese zwei Stäbe, wenn du, ja, wenn dir die gefallen oder wenn du sagst, so, hätte ich auch gerne oder so, dann findest du die auch im Shop, ja. Aber jetzt genug Werbung, es ist nur so seltsam, weil ich lege sie sonst nie aus und jetzt diesen Monat war mir das einfach so ein Bedürfnis, das zu tun, ja. Ich habe sonst immer andere Deko. Aber es hat einfach seinen Sinn, denn du bist jetzt eigentlich das dritte Sternzeichen von denen, die ich bislang hier gedreht habe, und es waren schon einige, wo ich wirklich darauf hinweisen möchte, ne? Weil es sich einfach so zeigt. Und hier heißt es ja auch, hier steht das wieder, sobald du dich klar für deine Herzenswünsche entscheidest, ja, und dass du dein Drehbuch neu schreiben kannst. Und dass du auch bereit bist, das zu empfangen. Also wir haben hier wieder dieses Selbstwert, ne? Dieses Thema Selbstwert drin. Und hier geht es ja auch um die Wertschätzung. Also es liegt einzig und allein an dir. Du kannst im Endeffekt, auf dich wartet letztendlich das Glück mit einer wundervollen Person. Aber du musst dich ein bisschen neu ausrichten. Leg dieses Gefühl ab, ich muss die Welt retten, ich muss, mein Gott, ich kriege gerade so dieses Tim Bensko, heißt er Tim Bensko, dieses Lied, oh, ich muss noch die Welt retten und noch auf so viele E-Mails checken und so. Nein, musst du nicht, du musst gar nichts tun, kümmere dich um dich. Hör auf, für andere was machen zu wollen oder dich in die Arbeit zu verrennen und hier, ja, zu buckeln wie so ein Tier, hör auf. Sondern kümmere dich um dich. Kümmere dich einfach bitte, bitte um dich. Und versuch während der Zeit, in der du jetzt die Dinge verarbeiten musst, ja, wo du deine Schnüre durchtrennen musst, hast du schon das Schwert in der Hand, hau mal ordentlich zu hier, ja, dann schneidest du deine Altlasten ab und kannst dann auch loslassen und kannst dich dann davon einfach befreien. Und bitte doch ruhig deine Engel darum. Schau mal, oder deine Freunde, deine Unterstützer, ja. Also ich sehe das einfach als Unterstützer. Ein Engel kann ein guter Mensch sein,
Ja, ein guter Mensch, mit dem du einfach sprechen kannst. Und wenn du gar niemanden hast oder sagst, boah, ich bin hier, was weiß ich, allein auf weiter Flur, hey, dann schreibst du mir. Kein Problem, schreib mir einfach. Ja, also ich habe bis jetzt immer noch jedem geantwortet. Also bitte keine Romane oder sowas, versuch halt, das ein bisschen kürzer zu halten, was weiß ich, dass ich nicht jetzt 10 DIN A4 Seiten kriege oder so. Aber ich weiß auch, wie gut es tut, einfach mal alles von der Seele zu schreiben und dann machst du das einfach. Okay? Überhaupt kein Problem, biete ich immer gerne an. Ich finde das auch wichtig, dass man sich offen mitteilen kann. Und manchmal ist es ganz gut, auch jemandem Fremden etwas zu erzählen, so wie ich es bin. Weil eine Freundin würde man vielleicht zu sehr belasten oder die eigene Schwester oder so, die empfinden dann oft zu sehr mit und dann, ja, ist zwar schon schön, wenn einer so ein bisschen mitleidet erstmal, ja, aber letztendlich sollst du dich ja getragen fühlen und nicht noch ein schlechtes Gewissen haben, dass du vielleicht jemand anderen noch mit in dein Leid momentan ziehst, ne? Dass ihr da dann beide drin sitzt. Okay? Also, das ist mein Angebot noch. Für die, die niemanden haben, zum Beispiel, und was loswerden wollen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf das weiterführende Reading, weil ich finde das ganz spannend und vielleicht kann man ja auch hier noch ein bisschen mehr über diesen Menschen, der da kommen möchte, erfahren. Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein. Wenn ich dich gleich wieder begrüße, da freue ich mich natürlich auch. Genauso, umso mehr. Und allen anderen wünsche ich einen super schönen Februar und lasst es euch gut gehen. Startet gut in den März und wir sehen uns dann im März wieder in alter Frische. Haltet die Ohren steif, passt auf euch auf. Tschüss.